Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 3. Beim letzten Mal waren wir in der Bibliothek des Klosters der Feuermagier und haben dort ein interessantes Buch gelesen, nämlich die Chroniken der Herrschaft, welche uns die Geschichte von Akasha erzählt haben. Akasha war ja derjenige, der damals das fünfte göttliche Artefakt in den fünften Tempel bringen sollte, aber kurz bevor er das tun konnte, kam schon die Flut, die von Adanos herbeigeführt wurde, und der Tempel versank direkt vor seinen Augen. Und daraufhin hat er das Artefakt behalten und ist, wie wir ja bereits wussten, nach Nordmar gegangen. Und in Nordmar hat er einen Clan gegründet, nämlich den Clan des Feuers, und irgendwann ist er schließlich gestorben und scheinbar mit seinem oder mit diesem Artefakt begraben worden. Das heißt, wir wissen jetzt quasi, wo sich das fünfte göttliche Artefakt befindet, nämlich im Grab von Akasha. Das einzige Problem ist, wir wissen nicht, wo das Grab von Akasha ist, aber wir hoffen natürlich, dass wir beim Feuerclan eine gewisse Information erhalten, denn das ist ja genau der Clan, den Akasha damals gegründet hat, und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg in Richtung des Feuerclans, um herauszufinden, wo das letzte göttliche Artefakt ist. Also, auf geht's zum Feuerclan. Hier haben wir ja zum Glück schon alles erledigt. Haben wir die Eisenader schon mitgenommen? Ich glaube nicht, es war ja damals ziemlich dunkel, als wir angekommen sind. Das sind nochmal 4500 Gold für mich. Schön. Dann gucke ich erstmal schnell, ob hier noch andere Eisenadern sind. Schade nicht. Na gut. Ja, und wir haben in der letzten Folge auch noch eine andere Sache gemacht, nämlich wir haben das heilige Ritual mit den Feuerkelchen durchgeführt. Das heißt, wir haben die Feuerkelche ins heilige Feuer geworfen und haben ihnen dadurch quasi ihre Macht wiedergegeben. Und wenn du jetzt einem Paladin, also einem Innersgläubigen, einen solchen Feuerkelch geben und er daraus trinkt, dann erhält er seine Magie zurück und kann diese wieder wirken. Ja, und jetzt haben wir 12 gesegnete Feuerkelche und müssen die natürlich an die Paladine abgeben. Oh, da sind Schnapsbären. Einen haben wir auch schon abgegeben, nämlich an den Paladin, der im Kloster war. Und ja, die restlichen werden wir später einfach abgeben, würde ich sagen. Jetzt erstmal ist wichtiger, zum Feuerclan zu kommen. Und hier wächst ja eine ganze Menge, ey. Zum Feuerclan zu kommen und die restlichen oder beziehungsweise die Informationen über Akashas Grab und damit zum letzten göttlichen Artefakt zu erhalten. Was war das denn jetzt? Naja, gut. Nehmen wir hier noch ein bisschen was mit und dann auf geht's. Zum Feuerclan, eine Eisenader. Mitnehmen natürlich. Immer noch die beste Geldquelle, die es gibt. So eine ganze Ader. Wie gesagt, so eine Ader bringt ja 4500 Gold. Ist schon klasse, aber natürlich nur, wenn man schürfen kann. Zum Glück habe ich das damals gelernt. So, Schnapsbeere. Und da scheint er schon zu sein, der Feuerclan. Das ging ja wirklich schnell. Naja, Kloster und Feuerclan waren ja ziemlich nah beieinander. Hey, was geht? Inos zum Gruße. Freund oder Feind? Alter, ist das dein Ernst? Hier draußen laufen tausende Orks rum, die jeden Menschen sofort töten, und du fragst mich, ob ich Freund oder Feind bin? Für so eine dumme Frage gibt's auch erstmal eine dumme Antwort. Feind. Oh, ein Scherzbold. Gut, wenn du rein willst, musst du an mir vorbei. Also komm her, ich werde dir zeigen, was ein Haken ist. Wer zuerst bewusstlos wird, hat verloren. Dann zeig mal, was du drauf hast. Alles klar, dann lass uns mal kämpfen. Mal sehen, wie stark du bist, so als Brückenwache. Oh, ich hätte jetzt eigentlich ein bisschen mehr erwartet, Kumpel. Ist echt schwach. Aber er nutzt seine Länge zumindest halbwegs gut aus. Das muss man ihm lassen. Problem ist, die Orks haben ähnlich lange Waffen. So, das war's schon. Wir haben sogar Ruf in Nordmar dafür bekommen. Nicht schlecht. So, die Hellebarde lasse ich ihm einfach, weil er als Brückenwaffe, wenn er als Brückenwaffe unbewaffnet wäre, wäre das ziemlich suboptimal. Aber den Rest nehme ich ihm ab. Den kann man gut verkaufen. Waren sogar, glaube ich, Heilpflanzen dabei. Die sind hier in Nordmar natürlich relativ selten. So, jetzt steh aber wieder auf, bitte. Komm, so schlimm war es doch nicht. Ich wollte eigentlich gerne noch ein bisschen mit dir quatschen. Komm schon. Nächstes Mal mache ich dich fertig. Ja, ja. Du mach mal. So, und dann lass uns jetzt mal ein bisschen sinnvoll miteinander reden. So, können wir jetzt? Danke. Gut gekämpft. Ich bin Sievert.
Herzlich willkommen beim Feuerclan. Hallo, dann erzähl mir doch erstmal ein bisschen was, ja, über den Feuerclan und über dich. Was machst du hier? Ich empfange die Krieger, die von draußen kommen. Ja, wie viele Krieger laufen denn da draußen rum von euch? Sind viele Krieger unterwegs? Ja, wir haben schwere Zeiten, Junge. Die Orks werden immer dreister. Früher mussten sie nur ihre Nase aus ihren Höhlen stecken und haben eins drüber gekriegt. Mittlerweile haben sie sich hier überall breit gemacht. Es sind einfach zu viele. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Orks gibt's hier wirklich an jeder Ecke. So, und was gibt's hier genau im Feuerclan? Was gibt's hier? Kommt drauf an, was du suchst. Wenn du ein paar Orks klatschen willst, wird sich bestimmt wer finden, der dich begleitet. Wir haben natürlich auch Schmiede und Jäger im Dorf. Sie sind nicht so gut wie bei den anderen Clans, aber den einen oder anderen Trick können sie dir bestimmt zeigen. Okay, ja. Die besten Jäger gibt's wahrscheinlich sowieso beim Wolfsclan. Und wenn es ja auch nicht die besten Schmiede gibt, dann wird's die besten Schmiede wahrscheinlich im Hammerclan geben. Heißt, wir werden uns dann wahrscheinlich irgendwann mal im Hammerclan auch umsehen und dann hoffentlich da vielleicht sogar mal die Kunst des Erzschmiedens lernen, damit wir auch eine bessere Waffe herstellen können. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt erstmal geht's zum Feuerclan. Erzähl mir was über den Clan. Wir sind der Feuerclan. Was habt ihr mit Feuer zu tun? Innos ewige Flamme wohnt in unserer Brust und gibt uns Stärke für den Kampf gegen die Orks. Wir haben hier die besten Krieger in ganz Nordmar und die Orks fürchten uns. Geh ins Dorf, es gibt keinen Mann, der es mit dem Mut unserer Krieger aufnimmt. Du wirst sehen. Naja, Mut ist ja ganz schön. Kraft braucht man auch, wenn man sich mit den Orks anlegen will, aber okay. Na gut, dann schauen wir uns jetzt mal ein bisschen hier im Feuerclan um. Die scheinen ja alle ziemlich innersgläubig zu sein. Geht was? Da hoch geht's dann zum Feuerclan, aber ich frage mich, wer hier so abseits wohnt. Hey, wer bist du denn? Was machst du denn hier draußen? Na, alles in Ordnung? Schon gut. Ich will es gar nicht wissen. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Ich soll im Dorf bleiben, damit es nicht schutzlos ist, wenn die Orks kommen. Wo ist das Problem? Wir müssen die Orks angreifen. Dann werden sie es nicht wagen, unserem Dorf zu nahe zu kommen. Weißt du was? Ich pfeife auf den Befehl. Wenn ich Orks sehe, gehe ich sie jagen. So wie es gute alte Tradition in unserem Clan ist. Sag mal, hast du gerade was vor? Naja, eigentlich schon. Ich bin auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt, aber... Wieso? Ganz hier in der Nähe haben sich ein paar Orks eingenistet. Ich habe keine Lust zu warten, bis die Krieger wieder da sind. Du willst sie erledigen? Ja, aber ich suche noch Rückendeckung. Bist du dabei? Tja, klingt ja eigentlich nicht so schlecht. Ich meine, das göttliche Artefakt ist eh in dem Grab. Es wird schon nicht weglaufen, von daher können wir eigentlich auch mal eben schnell noch ein paar Orks klatschen. Aber... Was gehört noch zu eurer Tradition? Innos und Orks. Das reicht für ein ausgefülltes Leben. Naja, natürlich muss man ziemlich viel trainieren bei so einem Leben. Wie sieht's mit dir aus? Brauchst du noch ein paar Tipps, wie man am schnellsten mit Orks fertig wird? Ich kann sie dir beibringen. Ja, was kannst du mir denn beibringen? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Alter, große Waffen braucht 30 Lernpunkte, nicht schlecht. Und natürlich Armbrust, warum auch nicht? Naja gut, okay, dann... Lass uns Orks schlagen. Ja, folge mir. Okay, na dann bin ich ja mal gespannt, wohin er mich jetzt überhaupt führt. Hier ganz in der Nähe haben wir ja schon mal ein Orklager auseinandergenommen, wenn ihr euch erinnert. Das war das da unten. Da unten irgendwo. Wenn er mich jetzt dahin bringt, haben wir nicht mehr viel zu tun, aber wir werden mal sehen. Folgen wir dem Typen mal. Der hat auf jeden Fall auch eine relativ fette Axt, wie es aussieht. Auch wenn ich eigentlich lieber hätte, wenn die Typen mit Schild kämpfen würden, dann würden sie nämlich automatisch mehr aushalten. Aber naja gut, kann man ja nicht ändern, ne? Na dann lauf mal und zeig mir mal, wo wir hin müssen. Ah ja klar, da war ja noch dieses Orklager, das ich damals nicht auseinandergenommen habe, weil es Nacht war, als wir auf dem Weg zum Kloster waren. Okay. Dann ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir machen das wie bei der Brücke. Heißt, ich stürm rein und hol mir erstmal die gesamten Schamanen, die da sind. Mal sehen, wie viel da sind. Und hoffe dann, dass der Typ überlebt. Also los geht's. Ich werde dich zertreten. Hallo, Freunde. So, wie viele Schamanen gibt's hier? Da hinten ist schon mal einer. Na,
Alter, diese Aufgeladenen sind echt schlimm. Und da ist noch einer. Da ist noch einer. Und der lädt schon wieder auf. Wow. Das ging flott. Das ging echt flott. Hätte ich nicht erwartet. Aber gut, zwei aufgeladene Feuerbälle sind schon ziemlich hart. Und dann noch ein Schlag von einem Ork in den Rücken. Wow. Das ging echt flott. Ich dachte, ich hätte nur Probleme damit, ihn zu beschützen, aber... Ja, das Problem ist, diesen scheiß aufgeladenen Schlägen kann man noch nicht ausweichen, es sei denn, es steht irgendwas zwischen einem und einem dem Typen, der den Feuerball schleudert. Oder den Eis... Die Eislanze ist es, glaube ich, die sie noch nutzen. Finde ich ziemlich bescheuert, muss ich sagen, dass man den aufgeladenen nicht mehr ausweichen kann. Ich meine, die Magier sind ja nicht so schon unglaublich overpowered, ne? Weil sie so unglaublich viel Schaden machen. So, zwei Schamanen. Da ist Nummer eins. Ja, klasse. Und noch ein aufgeladener. Klasse. Kann man echt viel machen. Wow, warum sind die denn auf einmal so schlau? Früher haben die doch auch keine aufgeladenen gebracht. Wenn ich reingestürmt bin, da bei der Brücke, konnte ich doch auch immer ausweichen. Was ist denn mit denen los? So schlau sind die doch nie gewesen. Wow. Wow, wow, wow. Ich hoffe bloß, der Typ überlebt das dann auch, wenn ich es jetzt mal schaffe, die Schamanen umzuhauen. Wehe, der Typ stirbt mir dann weg. Dann bin ich aber sauer. So, Versuch Nummer 3. Vielleicht sollte ich auch einfach irgendwie einen Zauber verwenden. Also wenn es jetzt nicht klappt, nehme ich noch einen Zauber. So, Schamane. Problem ist, dass die natürlich ihre Schamanen relativ gut schützen. Jetzt hat er mal keinen aufgeladenen gemacht. Jetzt auch wieder nicht. So. Und zack, der macht auch gerade keine aufgeladenen. Das finde ich sehr gut. Das lief doch relativ gut. Okay. Wow. Die sind alle ziemlich auf mich konzentriert. Das finde ich eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht, weil dann gehen sie nicht so sehr auf meinen Kumpel. Und ich kann sie schneller auseinandernehmen. Beziehungsweise sie machen meinem Kumpel nicht so viel Schaden. Es ist bloß die Frage, ob ich das überhaupt schaffe hier. Das sind arg viele. Also ohne, dass sie meinen Kumpel dann angreifen, ist die Frage. Ja, zieh deine Armbrust. Dann bist du tot. So. Scheiß Rollattacken, hört auf damit. So, jetzt kriegt er aufs Maul. Oh, scheiße, jetzt muss ich mich in Sicherheit bringen. Kacke, jetzt werden sie wahrscheinlich auf meinen Kumpel gehen. Nee? Okay, das ist gut. Vielleicht helfe ich ihm mal, aber er hat es eigentlich gerade nur mit Kriegern und Speeren zu tun. Das sollte er eigentlich schaffen. Er ist immer ein Krieger des Feuerclans, verdammt nochmal. So, nächster Elite-Krieger tot. Die sind am schlimmsten, weil die halt unglaublich viel Schaden machen. Hier ist doch gerade noch einer da. Ich habe ihn doch gehört mit seiner Kackarmbrust. So, tot. Jetzt helfe ich mal meinem Kumpel. Jetzt sind es ja nicht mehr so viele. Aber es haben sich hier ganze Menge niedergelassen. So, ausgewichen. Wieder ausgewichen. So, der ist auch fast tot. Jetzt den. Zack, jetzt den komischen Armbrustschützen da. So, läuft doch eigentlich gerade gut. So, wo ist jetzt der Elite-Krieger? Da, okay. Der geht auf mich, das ist perfekt. Mit dem Krieger sollte der Typ eigentlich fertig werden. Alter, was ist denn los? Ich will mit dir kämpfen. Scheiße, scheiße. Okay, so, zu viel Zeit darf ich aber trotzdem nicht vergeuden. So. Wow, ich glaube, der überlebt. Ich glaube, der kann überleben. Ja, er hat überlebt. Oder bin ich gut? Alter, das gibt's ja gar nicht. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Nachdem ich die ersten beiden Male so gefailt habe. Aber gut, da konnte man nichts dafür. Wie gesagt, wenn die Magier zuschlagen, dann schlagen sie zu, ne? So, Junge. Habe ich dir zu viel versprochen? Da merkt man erstmal, dass man wirklich lebt. Und jetzt? Keine Ahnung, was du vorhast. Ich gehe ins Dorf und besaufe mich. Den Plunder der Orks kannst du behalten. Aber ich muss gerade ehrlich sagen, ich bin echt froh, dass der Typ überlebt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass der das schafft. Wow,
echt nicht schlecht. Also ich muss halt sagen, ich finde diese Magier sind unglaublich overpowered in diesem Spiel. Also ich meine, ich finde Magier waren ja schon früher immer relativ mächtig, aber also generell Magier waren früher immer schon in den Gothic-Spielen relativ mächtig. Ich weiß nicht, warum sie das mit dem Balancing nie gut hinkriegen. Das Problem ist bloß, finde ich, dass in diesem Spiel es so ist, dass nicht nur man selbst als Magier vollkommen übermächtig ist, sondern auch die gegnerischen Magier, wenn sie sich mal nicht ganz so blöd anstellen, vollkommen übermächtig sind. Ihr habt ja gesehen, die aufgeladenen Schläge, wenn die also aufgeladene Schläge machen, dann treffen die einfach zwingend, es sei denn, man versteckt sich halt wirklich hinter sowas hier oder so. Oder hinter einem Ork, das geht auch, aber da muss man auch ein bisschen Glück haben, dass das klappt. Und ansonsten treffen die halt immer. Und wenn sie dann noch eine Eislanze verwenden, dann ist man auch noch eingefroren. Und das große Problem ist halt, Moment, falsch, dass man so wenig Magieschutz hat. Ich meine, meine Rüstung ist eine der stärksten Rebellenrüstungen, die man bekommen kann, ne? Und die hat keinerlei Magieschutz. Nur die Magierrüstungen haben Magieschutz. Das finde ich ziemlich bescheuert, muss ich sagen. Ich meine, man muss ja als Krieger erstmal überhaupt an den Magier rankommen. Der Magier kann ja, also wenn man Magier ist, kann man ja selbst erstmal eine Eislanze auf den Magier schießen. Und wenn man genug altes Wissen hat, dann kann man den Typen damit eventuell sogar einfrieren. Naja. Ich nehme noch die Eisenader mit. Das Balancing ist nicht ganz toll, auch nicht mit alternativen Balancing. Vor allem, weil, wie gesagt, ich finde, was ich halt auch noch schlimm finde, was durchs alternative Balancing, jetzt kann ich mir mal ein bisschen hier drüber herziehen, ist halt, dass diese beiden Sachen nur noch für Magier möglich sind zu tragen. Weil ich sag mal so, bei der verstehe ich es noch irgendwie, warum die nur ein Magier tragen soll. Wobei ich es dann nicht verstehe, warum man bei der nicht einfach dann sagen muss, du musst eine gewisse Stärke haben. Das wäre dann konsequent. Man kann nicht einfach nur sagen, hey, die Magierrüstung, die guten Magierrüstungen sind nur für Magier, aber die guten Kriegerrüstungen sind auch für Magier. Das ist meiner Meinung nach nicht konsequent genug und hat da nichts mit Balancing zu tun, wobei der Magier eh noch viel zu overpowered ist. Wie gesagt, ich suche jetzt eigentlich hier nur noch nach irgendwelchen Adern, falls hier noch welche sind. Eine Eisenader wäre am schönsten, aber eine Erzader geht auch. Und das Ding ist halt auch, die Krone Adanos, die wir halt auch gefunden haben, ist für einen Krieger auch vollkommen nutzlos, weil man 250 altes Wissen braucht. Das heißt, der Magier hat automatisch schon mal die wesentlich bessere Ausrüstung. Und wie gesagt, wenn er dann noch ordentlich skillt, dann hat er eigentlich auch mit seinen Magiekünsten, hat er eigentlich auch ein viel leichteres Leben als so ein Krieger. Und das ist das, was ich so ein bisschen total unbalanced finde und was mit dem alternativen Balancing sogar noch ein bisschen schlimmer geworden ist. Finde ich halt ein bisschen schade, dass sie es nicht hingekriegt haben, das halbwegs zu balancen. Naja, kann man ja nichts machen, ne? Ist halt so. Als Magier wäre es dafür relativ langweilig, weil man dann relativ viel, relativ gut umhauen kann. Aber naja. So, jetzt gucken wir uns aber mal wirklich im Feuerclan um. Ich bin halt froh, dass der Typ noch überlebt hat, auch wenn ich zweimal vorher gestorben war, aber wie gesagt, da hätte ich machen können, was ich will, das hätte nicht geklappt. Wenn ich da, das Problem wäre gewesen, wenn ich bei diesen ersten beiden Malen mich irgendwo versteckt hätte, um diesen Angriffen von den Magiern aus dem Weg zu gehen, hätte ich wahrscheinlich zu viel Zeit verplempert und der Kaelin wäre dabei draufgegangen. Oh, die haben hier sogar Schweine. Nicht schlecht, die halten sich hier sogar Tiere. Aber genug davon gequatscht, wir sehen uns jetzt mal wirklich hier ein bisschen um und gucken mal, was es hier noch alles so gibt. Auf jeden Fall, wir haben ja schon gehört, dass die ziemlich Innos-gläubig sind, die haben ja sogar einen Schrein stehen, nicht schlecht, Leute. Hey, du. Innos mit dir. Du glaubst an Innos? Natürlich. Innos hat uns gezeigt, was wahre Stärke ist. Und wie? Der erste König des Flachlandes war einer von uns. Innos gab ihm Stärke und Macht. Genug, um alleine das Flachland zu erobern. Nichts ist stärker als Innos. Deshalb folgen wir ihm. Ah, stimmt. Das haben wir ja gelesen, ne? König Robert der Erste war ja einer der Barbaren aus Nordmar. Das hatten wir ja damals gelesen. Und scheinbar kam er hier aus dem Feuerclan. Und der Typ scheint ziemlich Innos-gläubig zu sein. Und wir wissen ja, Paladine sind prinzipiell die Krieger, die Streiter Innos. Und wenn er so sehr an Innos glaubt, dann kann er auch einen Kelch bekommen, einen unserer 12. Nimm diesen Kelch und werde mein Paladin. Lecker. Und jetzt? Spürst du nichts? Nein. Warte. Jetzt spüre ich was.
Jetzt kann er auch Magie wirken. Ist eigentlich ganz lustig. Wir haben ihn jetzt quasi in den Rang eines Paladin damit gehoben. Und könnten ihn jetzt mitnehmen, aber okay. So, du hier bist Schmied, oder wie? Alles klar? Nein, nichts ist klar. Ja, toll. Warum müssen sich die Leute hier immer alles aus der Nase ziehen lassen? Wo ist dein Problem? Eigentlich sollte ich da draußen sein. Orks jagen. Ja, und? Siehst du, was ich anhabe? Eignet sich wohl nicht zum Orks jagen. Nee, nicht so wirklich. Man bräuchte da doch eher eine Rüstung, ne? Metall wäre angebrachter. Sehe ich genauso. Tja, eine Rüstung bräuchtest du auf jeden Fall, würde ich sagen, ne? Was bekomme ich, wenn ich dir eine Rüstung besorge? Das Wertvollste, was ich besitze, ist meine Axt. Klingt gut. Vergiss es. Ich werde dein Gefolgsmann. Mehr kann ich dir nicht bieten. Okay. Aber was bedeutet denn Gefolgsmann? Was verstehst du unter Gefolgsmann? Ich werde dir folgen, egal wo du Nordmar auch hingehst. Ich werde dein Leben mit meinem schützen. Solange wir in Nordmar sind. Genau. Ins Flachland bringen mich keine 10 Schattenläufer. Ja, das Flachland ist ja so viel gefährlicher, aber okay, von mir aus. Ja, prinzipiell würde ich dir gerne eine Rüstung besorgen. Die Frage ist... Wo kriegt man eine Rüstung her? In meiner Größe? Sie muss extra angefertigt werden. Super. Stena vom Hammerclan ist ein guter Rüstungsbauer. Sprich mit ihm. Also gut, dann müssen wir irgendwann noch zum Hammerclan gehen. Ich besorge dir deine Rüstung. Gut. In diesen Klamotten beginnt man an seiner Männlichkeit zu zweifeln. Okay. Dann werde ich ihm meine Rüstung besorgen, dann vom Hammerclan, wenn wir dann irgendwann mal da sind. Ich gucke mich hier kurz bloß um. Nee, hier ist nichts weiter. Schauen wir uns mal noch ein bisschen weiter im Feuerclan um. Was haben wir denn hier noch so? Ah, hier sind also die Jäger. Oh, da ist sogar eine Frau. Und hier haben wir ein Lagerfeuer. Oh, Orktöter sind ja auch anwesend. Enos zum Gruße. Hast du Lust, mit mir auf die Jagd zu gehen? Ja, also eigentlich habe ich was zu tun, wie mich alle Leute gleich mitnehmen wollen, ne? Ah, von mir aus. Klar habe ich Lust. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, hier irgendjemanden zu finden. Die meisten unserer Leute sind unterwegs und schlagen sich mit Orks. Sag mir, wenn du soweit bist. Ja, aber erzähl mir erstmal noch was über die Orks. Gibt's Probleme mit den Orks? Ist es in Nordmar kalt? Die Säcke machen sich im ganzen Land breit. Sie plündern unsere Gräber, überfallen unsere Händler und verscheuchen unser Wild. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Irgendwie kenne ich diesen Satz, ne? Unternehmt ihr was gegen die Orks? Die Orktöter sind unterwegs. Und jeder Ork, der ihnen über den Weg läuft, wird umgehauen. Klingt unorganisiert. Ist es auch, aber sehr wirksam. Aber wenn du es genau wissen willst, rede mal mit Kurth. Ich habe gehört, er hat einen Plan. Also quasi wie eine Guerillatruppe mehr oder minder. Wer ist Kurth? Er ist unser Anführer. Ihm gehört das große Haus, ganz oben im Dorf. Ah, der wird dann doch wohl hoffentlich auch irgendwas über Akashas Grab wissen, oder? Kannst du mir was beibringen? Kann ich schon, das kostet dich aber eine Kleinigkeit. Wie viel? 10 Säbelzähne. Ich brauche sie für meine Pfeile. Hier, bitte. Zum Glück habe ich davon noch welche. Hier sind deine Zähne. Kannst du mit Gold was anfangen? Ist Nordmar kalt? Dachte ich mir. Ich habe es ein paar Orks abgenommen. Super. Was ist denn das für eine ungerade Zahl? Wer hat sich die denn ausgedacht? Na dann. Lass uns jagen gehen. Alles klar. Folge mir. Ich weiß, wo es was zu schießen gibt. Okay, na dann gehen wir mal noch jagen heute, bevor wir dann endlich herausfinden, was es, wo das Grab von Akasha ist und damit wir auch endlich herausfinden, wo das letzte göttliche Artefakt ist. Die Typen wollen aber auch gleich, ich meine, würdet ihr jemanden direkt ansprechen sozusagen und sagen, hey, kommst du mit mir mit? Ich weiß zwar nicht, ob du mir irgendwie in den Rücken fällst oder so und ich kenne dich eigentlich auch nicht, aber du, genau dich würde ich gerne mit auf die Jagd nehmen, aber gut. Sowas ist halt Rollenspiel-Logik, ne? Ist ja sowieso, die Leute kriegen nichts auf die Reihe, wenn man ihnen nicht hilft. Der Typ kann auch nicht selbst zum Hammerclan gehen, ne? Gut, ich meine, der Weg ist gefährlich, aber er könnte sich ja jemanden mitnehmen, oder? Zusammen mit den Orktötern, die werden ja wohl auch auf ihrem Weg ein bisschen mal an diesen... Oh, da sind noch 2 Adern, die müssen wir nachher mit... Scheiße, da sind Ripper. Junge, da sind Ripper. Da sind noch mehr von den Biestern! Du bist ein toller Jäger, weißt du das? Es gibt so ein Ding, das nennt sich Pfeil und Bogen. Das benutzen die Jäger in der Regel, weil das ziemlich effektiv ist. Ach komm schon. So. Armselige Kreatur. Ja, ziemlich, das stimmt. So, jetzt aber weiter. Wohin wolltest du mit mir jagen gehen?
Ich weiß gar nicht, was du jagen willst. Das ist auch noch eine Ader. Hier müssen wir echt nochmal lang nachher. Darf ich echt nicht vergessen. So, da sind Goblins. Die scheinen wir umgehen zu wollen. Was willst du denn jagen? Was gibt's denn hier? Oh, Wölfe. Komm, die Eiswölfe. Jetzt, wo wir zusammen sind, jagen wir die, oder? Eieiei, ganz ruhig. Alter, das sind ein paar mehr ist gut. Das sind ja, das ist ja eine riesige Horde. Moment. Das ist der Zeitpunkt, um die Doppelklinge auszuprobieren. Oh, das hat nicht ganz so gut geklappt. Ich treffe hier irgendwie nicht so gut, weil ich gerade bergrunter kämpfe. So läuft es doch gleich wesentlich besser. Aber immer noch nicht sonderlich gut. Okay, das ist gerade ziemlich peinlich. Dass ich hier so ein Problem mit den Viechern habe. Eieieiei, ganz ruhig, Freunde. Wem hast du es gezeigt? Ja, und wie ich es dem gezeigt habe. So, das Ziel sollte sein, nicht nach unten zu kämpfen, dann klappt das schon. So, jetzt geht das doch. Alter, so eine Eiswolfherde ist schon was anderes, ne? Warum versuchst du ein Tier zu stechen? Du bist doch echt dämlich. So. Ich werde niemand vermessen. Naja, manche vielleicht schon. Warte mal, ich will noch die Eiswolffälle mitnehmen. Was bist du denn für ein Jäger, der nicht mal das Zeug mitnimmt? So. Zack, zack. So, bitte. Da sind nämlich noch mehr. Die holen wir uns, glaube ich, gleich auch mal. Bevor sie uns angreifen. So, sei froh, dass die jetzt alle auf mich gehen. Oh, das sind ja nicht mal viele. Ein Glück, dass die mit dem Rudel nicht zusammen angegriffen haben. Dadurch wurde es... Ach, okay. Es sind aber immer noch vier. Alter, ist das eine Herde hier? Wem hast du's gezeigt? Also Herde ist falsch. Wölfe jagen ja nicht in Herden, sondern in Rudeln. Aber ihr wisst ja, was ich meine. So. Den noch, bitte. So. Um dich ist es nicht schade. Naja, ein bisschen schon. Irgendwie süß sehen sie ja aus, ne? Wenn sie nicht so unglaublich gefährlich wären. So. So, hier sind wir. Normalerweise wimmelt es hier von Beute. Also halte deine Augen offen und deine Waffe griffbereit. Ja, die Eiswölfe haben wir doch gerade erledigt. Was, du gehst jetzt wieder? Das war alles? Wow, was eine Jagd. Ich dachte, wir jagen jetzt noch irgendwas Besonderes, aber okay. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich heftig. So, dann machen wir uns jetzt aber wieder natürlich zurück auf in Richtung Feuer. Klar, nehmen die du Goblins. Du schleichst herum noch wie ein Dieb. Ach, komm schon. Die Goblins und ich denk an die... An die ganzen, Teile, die hier noch waren. Doch, jetzt. So. Armselige Kreatur. Ich wollte noch die Adern mitnehmen, genau. Ich habe zwei Erzadern gesehen und eine Eisen... Alter, da ist ja ein Säbelzahntiger. Alter, da ist eine ganze Horde von denen. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Mein Nordmar ist echt schlimm. Warum auch immer ich jetzt den Bogen nicht ausgepackt habe, ist eine gute Frage. Nein, das stimmt. Da hinten sehe ich noch eine Ader. Ich sehe noch eine Ader. Das gefällt mir sehr gut. So, komm, du bist auch tot. Und jetzt du noch. Am Felsen kannst du nichts tun. So. Der war doch noch gar nicht tot, als du das gesagt hast. So, du gehst mal weiter hoch. Und ich guck mich jetzt noch nach Adern um. Eisenader. Oh, zwei gleich. 9000 Gold für uns. Auch wenn man das jetzt überhaupt nicht sieht, was hier gemacht wird. Aber ist ja egal. Wir wissen ja, wie das aussieht. Ja, dieser Baum ist perfekt. Niemand wird mich je sehen. So, die noch. Und dann waren hier aber noch drei Adern, die ich ganz gerne mitnehmen würde. Weil da war mindestens eine Eisenader dabei und zwei Erzadern. Und ja, Eisen, wisst ihr, wie wertvoll. Und Erz ist ja auch nicht unwertvoll, sag ich mal. Wo war denn das? Da? Diesen Weg sind wir doch runtergekommen. Alter, ist die hoch. War gut, dass ich die noch treffe. Ist ja gar nicht so hoch, sah irgendwie gerade höher aus. So, noch ein bisschen Erz und hier müssen irgendwo noch, muss noch so eine Doppelader gewesen sein. Da, das war die, genau. Zack.
nochmal mehr Gold und nochmal mehr Erz. Schöne Sache, schöne Sache. Jetzt fängt es auch langsam an hier zu schneien, beziehungsweise ich glaube, es schneit schon eine ganze Weile, oder? Das heißt, es wird wieder ein bisschen kälter. Heißt, wir ziehen uns mal zum Feuerclan zurück und setzen uns gemütlich ans Feuer. Essen noch ein bisschen Fleisch. Wie viel haben wir davon eigentlich noch? Och, noch über 300. Das sollte reichen. Wie spät ist es denn? Senkt sich die Sonne langsam? Ja, senkt sich sowieso langsam dem Abend. Das heißt, wir sollten jetzt sowieso aufhören, draußen in Nordmar rumzulaufen. Es wird einfach zu kalt. Das heißt, ab zurück in den Feuerclan und uns dort ganz gemütlich hinsetzen. Was konntest du mir jetzt eigentlich beibringen? Bring mir was über die Jagd bei. Orkjäger. Na, den brauche ich ja zum Glück nicht, weil ich diesen tollen Bogen habe. So, dann würde ich sagen, setzen wir uns jetzt noch ganz gemütlich ans Feuerchen, wo es schön warm ist. Zusammen mit den ganzen Jägern hier, wenn das klappt, kann man sich an das Feuer ransetzen. Nee, aber man kann sich doch bestimmt auf die Bank setzen, oder? Ja, setzen wir uns hier ans Feuerchen. Und ich würde sagen, wie wir mit dem großen Anführer hier reden und wie wir dann endlich herausfinden, wo Akashas Grab ist, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 3. Bis dahin. Ciao.